Tag, ihr Pfeifen. Herzlich willkommen zu meinem Alpha Gameplay zu Arma 3. Boah, da ich mich schon tierisch auf das Spiel gefreut habe, habe ich mich natürlich richtig gefreut, dass die Möglichkeit bestand, sich die Alpha zu kaufen. Also wie bei, ist das so ein Engine-Modell wie bei Minecraft. Man kann das Spiel jetzt in der Alpha-Phase für einen halben Preis, also 25 Euro, erwerben. Erhält immer regelmäßig Updates, so dass man dann beim Release der Vollversion vorher schon die ganze Alpha, Beta, allen möglichen Zeug gespielt hat. Und man hält dann natürlich kostenlos das Update zur Vollversion. Und hat für das Spiel nur 25 Euro bezahlt, also absolut fair. So, na, ich würde sagen, machen wir mal eine der vier Beispielmissionen, die hier dabei sind. Sind vier Beispielmissionen dabei und eine Detour. Wo man halt auf einer kleineren Insel halt ein paar Missionen machen kann. Die Auswahl der Fahrzeuge ist ein bisschen beschränkt. Ja, machen wir mal hier die Unterwassermission, die mal angepriesen wurden. Mal gespannt, wie die sind. So. Lade, lade. Oh, hier die Ladezeiten sind ziemlich viel kürzer. Also. Ah, hier seht ihr die Insel. Okay. Was schauen wir hier? Showcase Scuba. Special Equipment, Disarming Mines, Underwater Infiltration. Also, Spezialausrüstung, also schicken wir damit mal die Taucherausrüstung. Ja, Minen entschärfen. Und irgendeine Basis infiltrieren. Wird schon schief gehen. So. Dann wollen wir mal. Ja, die Ladezeiten fallen ziemlich viel kürzer aus als beim Starten. Also ich habe schon eine Mission gespielt. Oh, ich muss sagen, das Spiel schon läuft ziemlich stabil. Mir sind jetzt auch keine Bugs aufgefallen. Ja, wir wollen jetzt starten. Komm. Ja. Da kannst du noch einen Schluck trinken. Thanks, Jimmy. All right, here we go. Papa Bear to Omega. Maintain radio. Die Grafik sieht schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Diving. Press A for more details. Down, forward, drive. Ja. Gut. Hey, der macht einen auf Techno DJ. Ah ja. Underwater Weapons. Ah, cool. Man kann mit der normalen Waffe unter Wasser schießen. Ja, weg. Oh, unten rechts ist noch so ein schönes Arma 3 Alpha Gameplay Symbol. Ah, geht ran. So. So. Okay. So. Und tauchen wir. Tauchen. Iha. Tauchen. Tauchen ist cool. So. In 6. Hier sind ja auch Fische. Können wir die auch erschießen? Störfisch. Ah, scheiße. Artillerie-Support. Aha. Point Target. To enter the command menu. Select communication 8. Ah, okay, gut. Gut. Das ist nett. Wir gehen halt nochmal. Ja. Pressohr. Damit ist es nett. Ja. Ready to fire.
Ist das davon Fisch oder ein Taucher? Ah, und Fisch. Ja. Der Schrift stehen wenigstens. Also gucken wir mal. Oh! Hubschrauber, runter, 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 runter. There's a mine here. Nee, Mine. Deaktiviert. So. Ja, die Zeit ist schon. Ah. Okay, ich bin die ganze Zeit ein bisschen beschleunigen. Vierfache Zeit bestimmt, wahrscheinlich kein Bock auf die Endtippe weiter zu schwimmen. Hoffentlich kommen jetzt keine Gegner. Oh, hier unter Wasser auf Pflanzen. Ist ja ganz ordentlich. Ach ja, ich hoffe, ihr wartet hier jetzt keinen armer Pro-Player. Ja. Ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt. Den zweiten Teil etwas, aber für mich waren die. Ich war nie wirklich so gut, dass man sorgen konnte. Das ist nicht gelohnt hätte. Das habe ich jetzt wert. Ja. Ich habe mir über selbst Mission gebastelt, habe mich in irgendeinem Dorf oder so verschanzt. Ah, Saving. Gut. Na, ich habe mich immer in irgendwelchen Käfern verschanzt. So. Und was jetzt? Ich sehe keinen Wegpunkt. Equipped AA Launcher. Ja. Ja, und jo. Equipped AA Launcher. Wo kriege ich das Ding her? Können wir ändern. Ah. Wo ist die Uhr? Ja, ah, hier ist der Missionsziel. Eliminate. Find a Mission Launcher in the Ke. Och nee, oder? Wann nehme ich jetzt Arschen? Ach ja, Hubschrauber im Weg. Ach, da ist der feindliche Basis in der Nähe. Ja. Nein. Das ist eine feindliche Basis in der Nähe. Ja, da geht er hin und holt ja da rein. Ne, Waffe. Ist klar. So, ja, das nennen wir so Gott. Wegpunkte. Ach, scheißegal. Ich muss einfach nur gerade rausschwimmen. Ah, da ist er. Nehmen wir einfach da Land und versuchen mal. Zu gucken, wie wir da kommen. Oh Gott, das ist ein Chaos. Das wird. Nix werden. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich kann auch docken. C. Was ist das da? Egal. Ich kann sich nur hinlegen. Ah, so ist nicht. Okay. Jetzt heißt es, die Basis infiltrieren. Gott. Ich werde sterben. Wie gesagt, ich bin grottenschlecht. Gegnerische Basis. Oh.
Der Gegner hat mich schon entdeckt, infiltrieren ist also nicht mehr. Schmetterlinge, wie süß. So. Hallo? Stirbt der denn nochmal? Stirb? Hallo? Warum stirbt der nicht? Ah! Kacke, 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 kacke. Ja, klar! Hinlegen, hinlegen, mitteilen, mitteilen, mitteilen. Schnell, schnell. Scheiße. Gehen wir mal auf Heilen und da steht die Tür direkt auf. Dann fängt in der Grafik, jetzt ist das nicht. Wie gesagt, einfach Stadium. Ja. Woher kommen die Schüsse? Oh Gott. Ja, komisch, dass der Hubschrauber dann angegriffen hat, den ich irgendwie anknallen soll. Ah, oh, schon wieder Grafikgänger. Ah. Ist das ein Panzerfahrzeug? Nein! Hinlegen und tot. Ja. gut. Das war ja ein Beispiel, wie man es nicht macht. Ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet an meinem Pech etwas Spaß. Also und sehen Sie sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.